Die Oberscharrer-Gruppe steht für große Kompetenz im Bereich der Augenheilkunde. Mit einem Netzwerk aus verschiedenen ambulanten und stationären Einrichtungen zählen die Zentren der Oberscharrer-Gruppe zu den Top-Adressen für Augenheilkunde in Deutschland. 2010 wurde das MVZ Augenheilkunde MKG in Schweinfurt eröffnet und mit der Einrichtung der OSG Augenklinik Schweinfurt-Gerolzhofen im Jahr 2013 eine Versorgungslücke in Unterfranken geschlossen. Ja, und heute bei uns zu Gast Dr. Marc Schargus. Sie sind Chefarzt der OSG Augenklinik Schweinfurt-Gerolzhofen und ärztlicher Leiter des MVZ Schweinfurt. Guten Tag. Guten Tag. Ja, Herr Dr. Schargus, bei unserem Vorgespräch, da habe ich ja erfahren, dass Sie eigentlich gebürtiger Unterfranke sind und jetzt auf Umwegen sozusagen wieder in Ihrer Heimatregion tätig. Stimmt das? So ist es, ja. Mhm. Ich bin gebürtiger Würzburger, habe da auch meine Schulausbildung absolviert, ja. Auch studiert und habe dann auch 10 Jahre an der Uni Augenklinik in Würzburg gearbeitet. Mhm. Dann hat es mich nach Bochum verschlagen, habe da 3 Jahre als leitender Oberarzt und Leiter der Netzhautabteilung gearbeitet. Mhm. Und nun hat sich dieser glückliche Umstand ergeben, dass ich wieder zurückkehren konnte in mein heimatliches Umfeld nach Unterfranken und konnte jetzt eben bei der Oberscharrer-Gruppe diese Stelle übernehmen. Schön. Wir haben es ja eingangs schon gehört, die OSG Augenklinik Schweinfurt-Gerolzhofen wurde 2013 gegründet. Wo liegen so mal als groben Überblick zusammengefasst die Behandlungsschwerpunkte, bitte? Also wir haben ein relativ breites Spektrum, was wir anbieten können, dadurch, dass wir eine operative Hauptabteilung sind. Wir haben bislang schon etabliert die Kataraktchirurgie. Auch aufwendigere Netzhautoperationen können durchgeführt werden. Auch der grüne Star kann behandelt werden mit den verschiedenen Möglichkeiten, die es hier gibt. Fistulierende Eingriffe oder auch nur Eingriffe, bei denen die wasserproduzierenden Zellen zerstört werden. Lidoperationen sind möglich, also dass wir kosmetische wie auch Tumorchirurgie durchführen können. Das ist so ein grober Abriss der Möglichkeiten, die wir jetzt hier mit unserer modernen Ausstattung zur Verfügung haben. Ja, vielen Dank. Ja, für viele Patienten ist natürlich auch die Entfernung zur Klinik ein wichtiges Entscheidungskriterium. Für viele Menschen aus der Umgebung bietet die OSG Augenklinik also eine echte Erleichterung. Mussten sie doch bisher weite Fahrstrecken auf sich nehmen, um anspruchsvolle Augenoperationen vornehmen zu lassen. Roswitha Ment litt unter Sehstörungen. Sie wurde in Gerolzhofen und Schweinfurt behandelt. Bei ihr wurde der graue Star und eine Wucherung an der Netzhaut entfernt. Ich bin zum Augenarzt und habe es ihm geschildert. Und habe dann eine Überweisung bekommen ins MVZ nach Schweinfurt. Dort habe ich 3 Spritzen bekommen für die Makuladegeneration. Es ist dann auch besser geworden. Aber ist jetzt im Laufe des Ende des Jahres wieder schlechter geworden mit dem Sehen. Und deshalb bin ich dann nochmal nach Schweinfurt überwiesen worden. Und dann ist mir gesagt worden, dass ich das operieren lassen sollte. Es war natürlich ein Vorteil, dass es jetzt in Gerolzhofen gemacht werden konnte, da für mich ziemlich heimatnah ist. Es ist ja kein Pappenstiel, wenn man meinetwegen ältere Leute, wo dann nach, meinetwegen nach Würzburg müssten oder eben nach Fürth und die dann auch nicht selber fahren können, sich das organisieren müssen, ist schon ein Vorteil, Gerolzhofen. Ja, Herr Dr. Schargus, neben Ihrer Chefarzttätigkeit in der Augenklinik sind Sie auch noch ärztlicher Leiter des MVZ Augenheilkunde in Schweinfurt. Und da schauen wir uns mal die großzügigen Praxisräume nun einmal aus der Nähe an. Inmitten der Altstadt von Schweinfurt befindet sich das MVZ Augenheilkunde. Auf über 500 Quadratmetern werden hier seit 5 Jahren Patienten aus der Umgebung umfassend versorgt. Das moderne Operationszentrum grenzt direkt an die Praxis an. Ambulante Operationen am Auge, wie beispielsweise am grauen Star, werden hier durchgeführt. Aber auch alle Bereiche der konservativen Augenheilkunde werden abgedeckt. Die moderne Technik für eine fundierte Diagnose rundet das Leistungsspektrum ab. Tja, in unserem Beitrag sprechen wir von einem wirklich großen Behandlungsspektrum, Herr Dr. Schargus. Was sind die häufigsten Augenkrankheiten und wie werden sie bei Ihnen behandelt? Was am häufigsten auftritt und operativ behandelt werden muss, ist der graue Star. Das ist im Grunde eine Veränderung der Linse, also eine Linsentrübung, die mit dem Alter
eintritt und im Grunde jeden, wenn man nur alt genug wird, ereilt. Mhm. Allein in Deutschland werden über 600.000 solche Operationen im Jahr durchgeführt. Mhm. Weltweit ist es die häufigste Operation überhaupt. Und diese Operation ist so weit verfeinert, dass man also auch mit sehr kleinen Schnitten am Auge eben die Linse absaugen kann und dann eine gefaltete Kunststofflinse ins Auge einbringen kann und damit das Sehen für den Patienten wieder sehr klar wird. Das ist also die sicherlich einer der Hauptoperationen, die durchgeführt wird. Zum anderen haben wir eben auch die Möglichkeit, an der Netzhaut zu operieren. Mhm. Hier hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges getan, was die Technik angeht. Mit den sogenannten Kleinstschnittverfahren, die wir auch hier zur Verfügung haben, können wir mit Zugängen in das Auge hineingehen, die nur 0,5 mm durchmessen und damit dann im Auge Blutungen absaugen, Laserbehandlungen durchführen oder auch Membranen entfernen, so wie das bei der Patientin beschrieben wurde. Und sehr schonend wahrscheinlich dann auch, wenn Sie sagen, damit entsprechende Mittel, mit denen Sie arbeiten. Ja. Dann im Weiteren haben wir eben auch die Möglichkeit, den grünen Star, der ja sehr tückisch ist, zu behandeln. Das große Problem beim grünen Star ist, dass es zu einer schmerzhaften Erblindung kommen kann, wenn eben nicht rechtzeitig agiert wird. Und das ist auch irreversibel, sodass man hier keine Möglichkeit hat, dann das Sehvermögen wieder wiederherzustellen. Und hier ist eben entscheidend, dass man den Augeninnendruck absenkt. Der sollte möglichst auf niedrigem Niveau liegen bei diesen Patienten. Und das ist in erster Linie mit Augentropfen zu bewerkstelligen. Und wenn das eben nicht mehr ausreicht, müssen wir auch hier operativ tätig werden, entweder durch Laserbehandlung oder auch durch operative Eingriffe, um Wasser aus dem Auge besser abfließen zu lassen. Was raten Sie grundsätzlich, um vielleicht auch die ersten Indikatoren für eine solche Krankheit wahrnehmen zu können? Was können wir tun? Es gibt die Möglichkeit, hier Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen. Allgemein wird empfohlen, dass man ab dem 40. Lebensjahr jährlich zu solchen Untersuchungen geht und eben den Augendruck und den Sehnervenkopf untersuchen lässt, um hier entsprechende Schädigungen durch einen möglichen grünen Star rechtzeitig zu erkennen und dann auch eine Behandlung einleiten zu können. Ja, Herr Dr. Schagos, in der Augenheilkunde wird ja zunehmend mehr ambulant operiert. Sie bieten aber neben ambulanter auch die stationäre Versorgung an. Wieso dies? Das hat ganz praktische Gründe. In den letzten Jahrzehnten hat ein Wechsel stattgefunden in der allgemeinen Versorgung, dass sehr viele Operationen vom stationären in den ambulanten Sektor gewechselt sind. Gerade der Augenheilkunde ist ein Beispiel dafür, dass das in sehr großem Maße stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass sehr viele Operationen, die sehr aufwendig sind, auch einer stationären Betreuung bedürfen. Und dieses Angebot können wir eben in unserer Abteilung bieten. Zum anderen ist es so, dass auch das Spektrum der Patienten, die operiert werden bei uns, sehr betagte Personen auch sind häufig, die sehr alt sind oder die auch von der Mobilität oder von der Eigenversorgung her eingeschränkt sind. Und gerade bei diesen Patienten bieten wir nun eben auch die Möglichkeit mit unseren Betten, dass wir die Patienten stationär für einen kurzen Zeitraum aufnehmen können, um hier eben eine Operation stationär vorzunehmen und auch die postoperative Nachsorge, also nach der Operation, bei uns zu gewährleisten. Macht Sinn und ist wunderbar abgerundet. Ja, über die augenärztlichen und augenchirurgischen Versorgungsmaßnahmen im gesamten Raum haben wir nun gesprochen. Vielen lieben Dank, Dr. Marc Schagos. Vielen Dank und Ihnen alles Gute weiterhin. Dankeschön. Und liebe Zuschauer, zum Nachlesen und alle wichtigen Informationen finden Sie unter eingeblendeter Adresse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und auf Wiedersehen.